Hallo, moin. Ihr sollt auf die Krokodile aufpassen. Oh Gott, wir fahren in die Böschung. Ja, was spielt ihr? Schiffe versenken? Wir haben uns festgefahren. Und Schlangen gibt's hier auch. Was? Wie bitte? Das finden wir jetzt nicht so schön. Aber nicht auf dem Wasser, oder? Die schwimmen übers Wasser. Wie dürfen wir sie denn eigentlich ansprechen? Sonata, Prinzessin zu Isenburg. Oh. Dann fragen die meisten Mädchen, fragen dann, wo ist die Krone? Moin! Rin ins Kanu, rauf aufs Wasser. Wir haben uns einen der Hotspots für Wassersportler in Schleswig-Holstein ausgesucht, die Holsteinische Schweiz. Und die Richtung gibt für uns die Schwentine vor. Ja, und wir haben uns einiges vorgenommen. Fast 20 Kilometer, wobei man kann auch sagen, bummelige 20 Kilometer, wollen wir in den nächsten 2 Tagen schaffen. Das hier sind die Handtaschen auf dem Wasser. Da kommt alles rein, was nicht ins Wasser fallen darf. Wie wir das mit uns machen, weiß ich auch noch nicht. Und wir sollen auch nicht fallen, denn die Schwentine hat's in sich. Wir durchqueren einige größere Seen und aber einen Joker haben wir. Ja, wir sollen Sicherheitswesten tragen. Es könnte gefährlich werden. Komm, wir gehen zu den Booten. Uiuiui. Die Schwentine ist rund 62 Kilometer lang und durchfließt zahlreiche Seen. Sie entspringt am Bungsberg und mündet in der Kieler Förde. Plön liegt etwa auf halber Strecke. Unser Tourstart. Kanus gibt's beim Bootsverleiher Helge. Guck mal, sind die Paddel gut? Na? Das sieht gut aus. So bewaffnet Schulter sind wir. Und Augenhöhe dazwischen. Ja. Habt ihr super ausgesucht. So, und immerhin. Dein super Fuhrpark. Welches Boot nehmen wir? Das sind ja unheimlich viele. Ja, wir haben relativ viele Boote, aber die sind natürlich unterschiedlich groß. Ihr seid nur zu zweit, das heißt, ihr braucht einen Zweier Kanadier. Das wäre zum Beispiel diese Reihe. Ich würde euch einen von den roten hier vorne empfehlen. Wir gucken mal rein. Ja. Oder? Ja. Was haben die denn für Extras? Wir haben Extras. Das ist hier die Deluxe-Variante. Ja. Schau, schau. Ein Schalensitz. Ja. Das ist bequem. Sehr bequem. Ja, ein Komfortkanu. Bis zur Einstiegsstelle ist es aber reichlich mühsam. Okay. Hier geht's ordentlich runter. Ich zieh. Ja, das wäre gar nicht schlecht. Du, wer sein Boot liebt, der schiebt, würde ich sagen. Oh, Vanessa. Man merkt, du hast die Führung. Es läuft. Nur in welche Richtung, hat uns keiner gesagt. Helge? Helge, wohin? Nach links oder rechts? Links rum hier vorne. Wir fahren zunächst auf den großen Plöner See. Hier hat man den besten Blick aufs legendäre Schloss, sagt Helge. Kaum Platz genommen, müssen wir schon wieder runter von Bord. Sohlgleite nennt man das. Die Gewässer haben hier nämlich unterschiedliche Gefälle. Ich hätte ja echt voll Bock, hier wieder runterzufahren. Ja, genau, andere Richtung, ne? Wir machen es einfach und dann ziehen wir nochmal hoch und sagen, wir waren es nicht. Danach wird die Schwentine mächtig idyllisch. Das ist ja toll. Das sieht, weißt du, wie das aussieht? Wie so ein verwunschener Märchenwald. Ja. Das ist ja toll. Märchenhaft ist auch das, was uns jetzt erwartet, der große Plöner See. Der ist echt riesig. Mein Gott, durch den müssen wir durchschwimmen, paddeln. Der ist ja riesig. Nee, bitte nicht schwimmen. Um die 28 Quadratkilometer Wasserfläche hat der große Plöner See. Ein bisschen verloren fühlen wir uns da schon. Ach, unerwartete Gesellschaft. Kanutouristen mit Fremdenführer. Machen Sie Schönes hier. Ja, Sie erwischen uns gerade auf einer Stadtrundfahrt und wollten uns das Plöner Schloss ansehen. Da wollte ich gerade fragen, wer hat denn da früher drin gewohnt? Das Schloss wurde erbaut von den Plöner Herzogen. Mhm. 1633, innerhalb von 3 Jahren wurde es gebaut. Ja. Ganz früher war es ziegelrot. Und danach, nach den Herzögen, kamen die Dänen nach Plön und haben dann das Schloss als Sommerresidenz genutzt und ist auch so weiß angemalt. Und ja, das ist typisch dänisch. Und jetzt
zum Beispiel ist es eine Schule, es ist die Vielmann-Akademie und dort werden also Optiker geschult. Das ist eine Meisterschule. Und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Stadtführung auf dem Wasser, finde ich ja auch originell. Ja, also erstmal paddel ich seit über 40 Jahren. Ja. Das ist also schon immer mein Hobby gewesen. Und seit 3 Jahren bin ich im Ruhestand. Und ich war früher im Außendienst. Und meine Frau meinte, ich sollte mir unbedingt mal ein Hobby suchen. Ja. Ne, damit ich den Haushalt nicht noch weiter durcheinander bringe. Und aus dem Grunde habe ich mich jetzt als Stadtführer beworben, musste auch eine Prüfung ablegen. Ah, okay. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, weil wir haben immer wechselnde Gäste. Und vor allen Dingen die Landschaft ist einmalig. Also die Stadt Plön hat 60% Wasserfläche. Ne? Wow. Also das ist schon unglaublich. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Vergnügen. Ahoi und bis bald. Dankeschön. Tschüss. Sah bestimmt rot auch sehr imposant aus. Ach, Modeerscheinung gewesen dann wahrscheinlich, dass man alles verputzt hat und jetzt strahlend weiß. Das ist auch die Frage, kann man ihm glauben? Ist ja ähnlich wie mit den Barkassenführern. Die nennt man ja auch Herr Lüch, also er lügt. Und Flunkern gehört ja zum Geschäft. Das erwarten die Kunden, glaube ich, auch. Dass man so ein bisschen Seemannsgarn mit nach Hause nimmt. Entschuldigung, Herr Hansen, Sie haben natürlich nicht geflunkert, sondern recht. Wir erreichen Plön und die Stadt Schwentine. Die fließt mitten durch den Ort. Mit Gefälle, das kennen wir ja schon. Hau ruck! Vorsicht! Ein beliebter Ort für Publikum und Schadenfreude. Paddler haben es hier echt nicht leicht. Leute, wir gehen auf Grund! Vanessa! Wir haben uns festgefahren. Bist noch da? Hallo, hey. Ja, ich finde das gut. So. Geschafft und bereit für größere Aufgaben und Gewässer. Der nächste See. Wir fahren über den kleinen Plöner See zum Gut Wittmold. Auf dem Hofgelände gibt es Kunstausstellungen, Ferienwohnungen, eine Reitschule und natürlich Landwirtschaft mit Hofladen für regionale und eigene Produkte. Wir haben eine Audienz am Steg mit den jungen Gutsbesitzern. Seit einem halben Jahr bringen Philipp und Mareike Satori frischen Wind ins alte Gemäuer. Ah, das ist lieb von dir, danke schön. So. Dankeschön. Hallo, ich bin Britta. Vanessa. Ja, freut danke, danke, uns. Danke. So, Vanessa, steig du zuerst aus. Apfelsaft? Ja, bitte. Mit Wasser gemischt oder pur? Gemischt? Ja, so. Ist das Zufall, dass ihr heute tatsächlich einfach Zeit habt? Oder? Naja, die muss man sich schon immer ein bisschen nehmen, ne? Wir haben uns Zeit für euch genommen, um euch hier zu empfangen. Jetzt müsst ihr mir mal was zu diesem tollen Gut sagen. Das sieht ja so schön aus. Wie alt ist das? Das Haus wurde 1895 erbaut. Und Mareike und ich sind jetzt die 6. Generation, die hier den Familienbetrieb übernommen hat. Gustav von Bülow war damals die 1. Generation, der hat das hier erbaut und hat dann hier Landwirtschaft betrieben. Und von Bülow gibt es doch auch die Loriot, hieß Loriot. Doch auch so ja, Bülow, richtig. Oder? Also es gibt sehr viele von Bülows. Ja, da gibt es eine Verbindung. Ja. Meine Großmutter hatte auch noch Briefkontakt zu Loriot, dem Viktor von Bülow. Mhm. Und wir haben den Namen Satori. Das ist jetzt die 1. Generation, wo dieser von Bülow nicht weitergetragen wird, weil meine Mutter ist die Geborene von Bülow und hat aber dann Doppelnamen angenommen und ich habe den Namen von meinem Vater angenommen. Genau, und Mareike ist durch die Heirat dann auch Satori geworden. Genau, ja. Als wir, ja. Ja. Oh, vielleicht. Danke, dass auf eure Tour. Ja, ja, gerne. Als wir angekommen sind, haben wir noch gedacht so, oha, die sind aber deutlich jünger als wir. Ihr seid sehr, sehr junge Gutsherren. Du bist? 28. Richtig. 32 bin ich. Ja. Und zum Jahreswechsel haben wir den Hof übergeben bekommen. Meine Eltern sind auch noch aktiv hier und unterstützen. Aber ist natürlich ja, eine Lebensaufgabe, sowas weiterzuführen und auch aber ein riesiges Privileg. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, als du ihn kennengelernt hast, wusstest du ja nicht, wer er war oder wie er wohnt. Was war das denn für ein Gefühl? Das erste Mal, ach komm, ich nehme dich mal mit zu meinen Eltern nach Hause. Ja, also wir haben uns ja tatsächlich kennengelernt in Kiel. Ja. Da hat Philipp ja studiert und ich habe da gewohnt und gearbeitet. Ja.
Und genau, da wusste ich das noch nicht, ne, was da alles so mit dran hängt. Ja, und dann kam das natürlich irgendwann so auch zum Gespräch. Ne? Ja, was macht man denn beruflich so? Und ja, und das war total schön, als ich dann hierher kam. Ne, war ich natürlich total geflasht. Das fällt mir doch aus den Socken, oder? Wenn man so ein tolles Gebäude sieht, oder? Ja, total traumhaft. Ja. Also ich bin ja auch total der Naturmensch. Und das ist hier natürlich eine super Idylle. Ne? Aber einsam ist es hier nicht. Es wimmelt vor eurer Tür, also an eurem Bootssteg vor allen Dingen. Die Paddler sind hier viel unterwegs auf dem Wasserwanderweg Schwentine. Fahrt ihr auch immer auf dem Wasser? Wir sind auch ab und an unterwegs, natürlich. Wenn man so nah am Wasser wohnt, bietet sich das an. Ob mit Ruderboot, Kanu oder Stand-up-Paddling, was da immer wieder mehr wird. Ja, genau. Wo geht's denn noch hin? Also, wir haben noch als Station noch ein ganz schönes Gut in Walsdorf. Gut Walsdorf, ne? Und einen tollen Fischer soll es da irgendwo geben. Da ist ein super Fischer, genau. Da kann man auch anlegen und sich eine kleine Stärkung sogar. Das ist ein offizieller Anlegeplatz, nicht wie bei uns, wo es ja eher eigentlich privat ist für Gäste. Da sehe ich schon unser Abendbrot oder Nachmittag. Genau, und dann müssen wir noch in den Lanker See. Da ist unser Camp, glaube ich. Ja. Genau. Immer den grünen. Ja, da ist noch ein bisschen was zu paddeln. In diesem Sinne, wir machen es kurz, aber es war wunderschön bei euch. Danke. Sehr gerne und gute Fahrt weiterhin. Boah, die waren nett, oder? Total. Ich fand die richtig klasse. Aber stell dir mal vor, du hast mit 28 und 32 so eine Verantwortung. Stell dir mal vor, du bist auf einer Party, da lernst du jemanden kennen. Und was machst du so beruflich? Ich bin Gutsbesitzer. Ja, ich glaube, das sagt man nicht. Sagt man, man hat einen landwirtschaftlichen Betrieb oder so. Ich habe heute Heu gewendet. Wenn die das erste Mal ihn besucht hat, die ist doch vom Hocker gefallen. Ja. Zwischen den Seen verengt sich die Schwentine und wird zum Fluss. Ein Traum. Anderthalb Stunden sind wir diszipliniert gepaddelt und erreichen den Kanu Drive-In der Gebrüder Bock. Sie gehören zu den letzten Fischern hier an der Schwentine. Und ein Imbiss ist genau das Richtige für ausgehungerte Kanutinnen wie uns. Hier, ne? Moin! Wo ist sie denn? Moin! Hallo! Wir haben gehört, hier gibt es richtig guten Fisch bei Ihnen. Ja, natürlich. Wir brauchen was mit ganz viel Eiweiß für unsere geschundenen Muskeln. Und vielleicht was hier aus der Schwentine, haben Sie was? Ja, Marine. Können wir empfehlen, das ist von hier geräuchert. Ja, gerne. Für die erste Runde zwei und die nächsten zwei danach. Na klar. Super. Ich gebe ich ihn direkt raus. Ja. Einmal. Oh, danke. Oh, cool. Wow. Und easy. Einmal das zweite. Merci viel. Dankeschön. Bitte gerne. Oh, sehr gut. Wir bezahlen gleich, ne? Ja. Hier ist gut, oder? Super. Oh. Brötchen mit Ausblick. Oh, ich hab so Hunger. Ja. Haben wir uns verdient, oder? Oh. Herrlich. Wie lange muss das denn jetzt vorhalten? Wir haben noch ein ganzes Stück. Ich nehme gleich noch eins. Eins für jeden Arm. Geht doch sonst nicht. Du hast die besten Ideen. Auf dem Weg zum Camping machen wir noch einen Abstecher in adelige Gefilde. Gut Walsdorf liegt auf der Strecke, direkt am Lanker See. Burgfräulein Vanessa, soll ich Ihnen meine Hand reichen? Einen Anleger gibt es nicht. Wir müssen ein Stückchen laufen. Schöner Spazierweg und ein beeindruckender Gutshof. Genau wie die Bewohnerin, eine Dame mit blauem Blut. Wie dürfen wir Sie denn eigentlich ansprechen? Also was ist da die richtige Ansprachweise? Also ich bin eine Duzerin und Donata Isenburg. Aber wenn es jetzt richtig für Dokumente wäre, wäre es Donata Prinzessin zu Isenburg. Oh. Die meisten Mädchen fragen dann immer, wo ist die Krone? So, und wollen Sie uns einmal erklären, was das für Gebäude sind? Also wir haben schon gesehen, einen Stall haben wir wahrscheinlich richtig erkannt. Ja, genau. Stall ist da. Das hier, also erstmal ist das eine der ältesten Gutsanlagen in Schleswig-Holstein und beinhaltete vermutlich die älteste Scheune, weil
Weizenscheune von Schleswig-Holstein von 1582. Das ist die Scheune da hinten. Und die anderen kommen dann später dazu. Um das 18. Jahrhundert geht man davon aus, dass sie gebaut worden sind. Am neuesten ist hier der Pferdestall. Da standen aber früher auch, also an allen Plätzen standen früher noch ältere Gebäude. Aber diese großen, massiven Gebäude mussten dann eben errichtet werden, weil die Landwirtschaft auch immer größer wurde und auch sehr viel gearbeitet wurde. Das war ein sehr arbeitsintensiver Hof, was man auch ein bisschen daran sieht, dass jetzt hier nicht ein pompöses Herrenhaus steht, sondern eher ein schlichteres, aber auch ein sehr altes, also auch aus dem Mittelalter. Die Ursprünge sind von 1462. Jetzt muss ich aber gerade noch mal fragen, diese Figuren sehen aber nicht typisch Schleswig-Holstein aus. Nein, das sind sie wirklich nicht. Und sie werden auch von manchen so ein bisschen als einschüchternd betrachtet. Aber tatsächlich sind das Wachtmeister und die sollen die bösen Dämonen, also die Dämonen vertreiben, kommen aus Indonesien. Und genau, das liegt an der Geschichte meines Onkels. Der war Forschungsreisender, Ornithologe, Maler und Filmemacher. Viktor Baron von Plessen ist in Kreisen von Naturkundlern ein berühmter Mann. Auf zahlreichen Expeditionen machte er seltene Tiere ausfindig und erkundete die Kulturen ostasiatischer Inselwelten. Und der Baron war ein leidenschaftlicher Sammler von Volks- und Stammeskunst. Ein Teil der Sammlung schmückt die Wohnräume vom Haupthaus, genauso wie alte Kinoplakate seiner Dokumentarfilme. Wow! Beeindruckend. Das sind ja tolle Bilder. In einem unscheinbaren Wandschrank weitere Schätze. Wow! Das obligatorische Ohr, ja, oder? Genau. Was das ist sind das alles? Reliquien aus Tempeln, Masken, die Dämonen fernhalten sollen, Gebrauchsgegenstände zur Jagd, Skulpturen, die eben besonders schön geschnitzt sind. Auch hier die Putzfrau, die hier im Haus ist, die traut sich nicht, diese Schränke aufzumachen. Wirklich? Weil sie meint, das sind also böse Geister. Okay. Ja, aber sie macht es ungern. Sie macht es ungern. Sie findet das irgendwie. Aber es ist doch genau das Gegenteil, soll noch. Und böse eigentlich Geister fernhalten. Im Gegenteil, genau. Ja, es sind also gute Geister kommen zu uns. Genau. Kraft für die Arme. Genau. Sehr gut. Also so eine nette Super Prinzessin. Super nett, genau. Und jetzt sind wir per Du mit einer Gutsbesitzerin, einer richtigen Prinzessin. Ich glaube, es ist meine erste Prinzessin, die ich kennengelernt habe. Meine auch. Sie war auch die netteste. Ja. Nach Gut Walsdorf für die Schwentine zum Lanker See. Schön, aber das geht vielleicht in die Arme. Bis zu unserem Etappenziel sind es noch rund 3 Kilometer. Müde, aber deutlich vor Sonnenuntergang erreichen wir unser Nachtlager, den Campingplatz am Lanker See. Ein Zelt brauchen wir nicht aufzubauen. Britta hat für eine feste Behausung gesorgt. Jetzt bin ich aber gespannt. Britta, mit Vorzelt. Mit Vorzelt. Hallo, ho. Ha, ha, ha. So. Und mit Empore. Ja. Geh durch. Ja? Ich hab den Schlüssel. Soll ich gucken, ob er passt? Jetzt bin ich aber gespannt. Jesus. Jawoll. Vanessa, es wird kuschelig mit uns beiden. Passt aber, ne? Ja. Wir sind zwei sardinenschlanke Mädels, das ist kein Problem. Naja. Also, heute noch essen gehen? Ich bin total K.O. Ich möchte gar nichts essen. Ich will nur noch schlafen. Oh, und ich werde 3 Wochen nicht mehr paddeln. Nein, morgen musst du noch. Weiß ich noch nicht. Müssen wir verhandeln. Mit wem? Ich weiß nicht, mit mir. Ah, Britta. Aber es ist bequem. Du kriegst das Kopfkissen und dafür paddelst du morgen wieder mit mir? Wir verhandeln. Na gut. Schicht im Schacht. Wer kriegt denn jetzt das Kopfkissen? Britta? Britta schläft schon. Nein, ausgeschlafen bin ich nicht. Britta schon. Und Hunger hat sie. Eine Runde noch, Mücke. Wir starten unsere 2. Kanu-Wander-Etappe wieder auf dem Lanker See. Nächste Station ist Preetz. Schon eine Menge los um die Uhrzeit. Und die Natur? Nils Holgersson lässt grüßen. Aber guck mal, wie viele. Ich finde das schon irre. So nah kommt man sonst auch nicht.
Für die Überfahrt nach Preetz brauchen wir nur eine Dreiviertelstunde. Das macht uns ein bisschen stolz. Und es wird garniert mit einem Wow-Moment. Pardon, Wuff-Moment. Gassi gehen findet hier auf dem Wasser statt. Wir wären auch ganz ruhig. Ja. In der Schwentinen-Metropole sind wir mit einem Holzschuhmacher verabredet. Der letzte seiner Zunft. Aber mit Anleger. Na? Hallo, moin. Ihr sollt auf die Krokodile aufpassen. Ach was? Oh ah, Gott, ja, wir fahren ja in die Böschung. Ja, das meine ich. Was spielt ihr? Schiffe versenken? Ja, Humor hat er. Und perfekte Manieren. Guck mal hier, ich nehm dich auf den Arm. Dann machen wir das einmal so. Super. Sind wir nicht gut? Dankeschön, freut mich. Ja. Ist das Idylle, Spritter, oder? Richtig lauschig. Wow. Das ist mein kleines Paradies hier. Ja. Ne? Ich könnte einen Biergarten aufmachen. Ich hätte gar nicht so unrecht. Ja, wenn wir viele Kunden haben oben, weil wir einen relativ kleinen Laden haben, dann schicken wir die hier erstmal runter an die Schwentine und holen uns dann wieder Kunden, wenn der Laden wieder frei ist. Ja, und so ist das natürlich eine ganz entspannte Geschichte dann mit unseren Kunden hier. Ne? Ja, außer die Krokodile kommen. Ja, das ist natürlich ein Hammer dann. Ne? Ja. Bisschen Schwund ist immer. Und ja, da oben ist die Ihre Werkstatt? Ja, das ist unsere Werkstatt. Preetz war bereits im 19. Jahrhundert die Schusterstadt im Norden. Damals gab es hier um die 150 Holzschuhmacher. Dazu gehörten auch die Hammanns. Bis in die 1970er Jahre produzierte man in Preetz die Arbeitsschuhe für große Werften. Das änderte sich mit den neuen Sicherheitsvorgaben. Das Ende vom großen Geschäft. Nach einem Ausflug ins Bankgewerbe fertigt Schusterjung Hamann nun wieder Holzgaloschen und zeigt Schöne und Alte in seinem kleinen Museum. Hier sitzen Sie immer noch jeden Tag zum Arbeiten? Just for fun. Also, ich sitze manchmal abends bis um 11 hier, aber es kann auch mal sein, dass ich ein oder zwei Tage gar nicht hier bin. Ja. Je nachdem, wie ich so drauf bin. Nicht? Und das ist natürlich hier mein kleines Paradies. Das ist meine Passion hier. In der fünften Familiengeneration hier, 175 Jahre diese Holzschuhmacherei, ich 80 Jahre, mein Herz, was willst du mehr? Ne? Ja. Wieso waren die früher so gefragt? Der Holzpantoffel war der Schuh für die armen Leute. Aha. Man lief hier in Schleswig-Holstein sommertags barfuß und erst im Winter oder im Herbst, wenn es kalt wurde, gab es ein paar Holzpantoffel. Aha. Ja, die Bevölkerung war ärmlich, die war in der Landwirtschaft tätig. Und da verdiente man nicht so viel. Und für ein paar einfache Holzpantoffel musste man einen Tag arbeiten in der Landwirtschaft. Ja? Und dann hatte man so viel verdient, um ein paar ganz einfache Waschküchenpantoffel sich kaufen zu können. Meine Mama hat als Kind auch noch Holzschuhe getragen. Ja. Und wenn es im Winter so kalt war, haben sie mit den Holzschuhen auf den Herd gestellt. Ehrlich? Nee, kein Scherz. Oh. Ja. Ja, das sind so alte Sachen, die dann überliefert werden. Zum Beispiel auch der Probstheier Hochzeitspantoffel. Wer kennt diese alte, schöne Tradition noch? Die wenigsten. Die Brautgesellschaft dachte sich für das Brautpaar einen Spruch aus. Mhm. Wie der Pastor einen Spruch sich ausdenkt für den Konfirmanden. Zum Beispiel? Du junges Blut, dir bin ich gut. Muss ja, auf den Schuh das passen. Wurde hinten auf den Schuh raufgeschrieben und raufgemalt, nicht? Ja. Und das war dann etwas Besonderes. Und wenn der Holzschuhmacher diese Pantoffel fertig hatte auf der Bauerndiele in der Propstei, dann wurde das Fest eröffnet mit Hüt ist Tanz um der Deel. Kennen wir alle. Ja. Und wie lange brauchen Sie für ein paar Holzschuhe, bis Sie die fertig haben? Ich schaffe so in Handarbeit, wenn ich hier so alles in Handarbeit mache, ein bis zwei Paar am Tag. Ja, mit der Maschine machen wir sechs Paar die Stunde. Ui. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Ja. Gibt es da verschiedene Moderichtungen? Ist das jetzt noch so? Was ist gerade besonders gefragt? Am besten die alleine laufen, wo du nur noch Bremsen brauchst. Ja. Die könnten wir auch gut gebrauchen. Ja, ja. Und das Farbe? Ist gerade, was ist modern? Tropikal. Tropikal. Ja, so richtig was Fetziges heute. Oder Korall. Ne? Ja. Das sind die neuen Modefarben so.
für den Sommer, wo richtig Pep drauf ist. Ne? Ja. Aber so die Naturfarben, so wie dies hier, so ein Holzschuh, geht immer. Ja. Danke, dass Sie uns mal den Einblick gewährt haben, weil das ist ja hier ein echtes Schatzkästchen hier versteckt. Aber mir macht das Spaß. Wenn sich jemand so dafür interessiert, dann geht mein Herz auf. Erzähle ich auch gerne. Ja. Ne? Ja. Perfekt. Dankeschön. Ja. Ihnen alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Schusterstadt Preetz. Nach dem Ort liegen 6 Flusskilometer vor uns. Diesmal ganz ohne See, aber mit Naturschauspiel. Das ist toll. Wir gucken noch mal einmal, wie ihr da durchkommt, ne? Sind das Kinder oder sind das seine neuen Frauen? Das ist eine ganze Schulklasse. Hör mal, die haben gerade Schwimmunterricht. Hallo. Und jetzt alle mal tauchen. 1, 2, 3. Hier in der Schwentine gibt es aber nicht nur heimisches Geflügel, sondern auch einige Exoten. Hier soll es doch Schildkröten geben, oder? Ja. Habt ihr welche gesehen? Ja, da vorne. Wo muss man die denn suchen? Am Ufer oder? Immer am Ufer meistens. Wie kommen die denn hier hin? Also angeblich wurden die hier ausgesetzt und haben sich hier vermehrt. Ach. Aber vielleicht sind sie auch hier angeschwemmt worden. Hat mir die Augen auf. Ja, auf jeden Fall. Und Schlangen gibt es hier auch. Was? Wie bitte? Das finden wir jetzt nicht so schön. Aber nicht auf dem Wasser, oder? Die schwimmen übers Wasser. Was? Ja, so kleine. Wer wollte die Füße noch mal ins Wasser halten? Wir bleiben ganz dicht bei Ihnen. Sie haben jetzt eine neue Begleitung. Ja, genau. Sie sind unser Wasserschutz. Wenn die Schlange kommt, bitte einmal mit dem Paddel auf den Kopf hauen. Oh Gott. Nein. Nein? Außerdem hier, vegan. Das geht nicht. Das tue ich nicht. Nein, sehr gut. Zoologischer Garten Schwentine. Ob wir fündig werden? Guck mal, ist das eine Schildkröte? Da? Könnte sein. Nix da. Dafür gibt's aber Prachtexemplare aus der Gattung walzende Homo sapiens. Die Schwentine, ein tolles Revier für Kanuten und Angler. Im Wald haben wir einen am Haken. Moin! Moin! Beißen Sie? Ich nicht, aber die Fische nachher schon. Ja, und auf was sind Sie denn jetzt aus? Hauptsächlich Wels, vielleicht noch mal ein Aal nachher, Barsche, aber hauptsächlich Wels. Die sollen doch ganz groß hier sein, ne? Die sind groß. Wie groß? Boah, zwischen 1,50 Meter, 2 Meter. Oha, aber wir haben noch keinen gesehen, das kann nicht angehen. Na gut, ihr seid ja auch, glaube ich, das 100. Kanu, was hier durchkommt. Da schwingt so ein kleiner Vorwurf mit, wir machen hier den Fang kaputt. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Nee. Ich meine, jeder fährt hier durch, jeder nutzt das Gewässer. Wir stören die Kanufahrer vielleicht auch manchmal, wenn wir abends schon früh abspannen. Also, oder die Stand-Up-Paddler. Und dann bleiben Sie das ganze Wochenende hier? 3 Tage bin ich jetzt hier, ja. Ach, schön. Ja, klasse. Und das ist hier nicht so einsam? Nö, war jetzt ein Kollege noch 2 Tage mit dabei. Der darf jetzt heute Abend nicht mehr. Der kriegt keinen Ausgang mehr von der Frau. Ach, der arme Kerl. Gucken Sie mal, kaum ist der Kumpel nicht mehr dabei, werden Sie von 2 Ladies angequatscht. Ja. Läuft. Hat er Pech. Tschüss. So, Endspurt. Gleich sind wir am Ziel. Schwentinental, Reisdorf. Hier holt der Bootsverleiher die Kanus wieder ab. Die letzten Seemeilen? Geschafft! Rudo! Oh komm, aber das letzte Anlegemanöver, Britta, das dürfen wir nicht versauen. Bisschen weiter links, bisschen weiter links, bisschen weiter links. Auf dem nahegelegenen Obsthof gönnen wir uns noch mal was. Dort steht das Pausenboot. Passt zu unserer Tour. Der Imbisswagen ist ein Projekt von Menschen mit und ohne Behinderung. Cheers. Es war anstrengend, aber es war schön. Auf uns. Tut gut. Mmh. Mmh. Da kommt schon das Essen, wow. Das Beste. Bitte schön. Oh. Ich habe das mal auf einen Teller gemacht. Wir sind ja alle stark. Ja. Apfelringe? Apfelringe. Hausgemachte Kekse. Ja, das großartig. Das machen wir. Muss reinhauen, sonst die futtert mir gerne alles unbedingt, weg. Unbedingt. Danke. Danke euch beiden. Oh, Britta. So richtig Kalorien, weißt du? Frittiert. Es könnte nicht besser sein. Wirklich? Zum Ende der Schwentine. Was Regionales. Stark. Das schönste Ende. Lecker. Schön. Ohne Wort. Und paddeln? Das machen wir bald wieder.
dann auf einem anderen Fluss in Norddeutschland.